Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Frage. Was? Frage-Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Ja, wenn ich heute ein wenig Scheiße laber oder halt komplett verpeile, irgendwie sinnvoll irgendwas zu labern, dann wundert euch nicht, ich bin todesmüde. Das ist unglaublich. So, jetzt sind wir endlich im zweiten Kapitel von Edna bricht aus angelangt. Und damit ja auch beim ersten krassen Stimmungswechsel. Also ich habe mir Mühe gegeben, die Wendung, die innerhalb von Edna zum dritten Kapitel hin passiert, an dieser Stelle bereits subtil anzukündigen. Ab diesem Unfall, jetzt ist sie momentan noch sehr erleichtert, dass sie halt wirklich draußen ist, merkt sie aber fast von Screen zu Screen immer mehr, dass halt eigentlich alles gar nicht mehr so lustig ist, sondern dass es eigentlich schon immer ernster wird. Während sie in der Anstalt, dadurch, dass sie halt eingesperrt war von ihrem Gegner sozusagen, alle Berechtigung hatte, so viel Chaos wie nur möglich anzustiften, und was ihr unglaublich viel Spaß gemacht hat, ist sie jetzt so ein bisschen, wird es halt jetzt so ein bisschen orientierungslos ab dieser Stelle. Ja, im zweiten Kapitel bekommt dieser Sachverhalt auch noch seinen ganz eigenen Showdown. Viel Spaß. Alles klar. Okay. Tief und unergründlich. Mitnehmen. Ich bin bei der Gesellenprüfung zum Wasserträger durchgefallen. Schade. Huhu. Wenn dort unten jemand mit einem Betonklotz an den Füßen ist, will ich es nicht wissen. Oh, nett. Ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Nein. Schau nur, wo wir gelandet sind, Harvey. Es ist nass, es ist sumpfig, es ist allemal besser als die Anstalt. Ich behalte den Poloschläger lieber griffbereit. Vielleicht wohnt ein unheimliches Sumpfding in diesem Modderloch. Hoffentlich spielt es auch so gerne Polo. Ja. Ich behalte den Stift lieber. Die Bewohner dieses Sumpfloches können bestimmt eh nicht schreiben. Das weißt du nicht. Vielleicht sind sie viel gebildeter als wir Menschen. Ich behalte die Zickzackschere lieber. Ich wette, die Bewohner dieses Sumpflochs haben auch so genug Zacken. Das weißt du nicht. Vielleicht sind sie auch einfach rund. Und ja. Ich fühle mich, als könnte ich den ganzen Sumpf auffeudeln. Dafür bräuchte ich allerdings mindestens noch einen dritten Topflappen. Wir sollten uns sofort auf die Suche machen. Bin ich auch der Meinung. Mein Kalligrafietrainer sagt, Sümpfe zu signieren verdirbt die Handschrift. Warte mal, das sind die Unterschriften. Oh. Gute Idee. Ein Eimer Sumpf wird bestimmt nützlich sein. Nanu? Das ist ja gar kein echter Sumpf. Es ist nur eine sumpfförmige Scheibe, die in den Boden gesteckt wurde. Verfluchte 2D-Grafik. Mit 3D-Hintergründen wäre das nicht passiert. Ah, Mann, ich dachte gerade, ey. Genau. Ich werfe einfach so meinen goldenen Schlüssel ins Moor. Ja. Geht's noch? Ja, gut. Aber deinen coolen Zehennagel, oder was? Bald solltest du echt halt nicht keine mehr haben können, so irgendwie. Das wird nie mehr einen Oldtimer-Preis gewinnen. Damals war die Leichtbauweise noch nicht so entwickelt. Schade. Du warst ein gutes Auto und hast viele schöne Kilometer erlebt. Lebe wohl. Das arme Auto. Es ist kaputt. Egal. Hast du etwas von dem Crash mitbekommen, Harvey? Ich erinnere mich an ein grelles Licht. Und an ohrenbetäubendes Stöhnen. Der Gestank von Rauch und Schwefel lag in der Luft. Und dann war da dieser riesige, rote Typ mit Hörnern. Na toll. Ich baue hier einen Unfall und du gehst derweil zu einem Torfrock-Konzert. als würde man ins Meer spucken. Schreibt nicht gut. Oh, dieses aber Geräusch. Eine interessante Furche. Oh. So eklig, dieses Geräusch, ey. Oh! Hör doch auf! Da ist nichts mehr heil, was sich abzuschrauben lohnt. Oh, schade. Der Unfall ist noch frisch. Die Karosserie ist aber abgekühlt. Da hilft auch kein Ölwechsel mehr. Was? Oh, hallo.
Hast du alles gut überstanden? Ja. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren ans Steuer setzt. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Okay. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Eigentlich ja schon, ne? Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Er versteckt das Herz Ass nach einem System, das nur er kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte, immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Klar. Klar. Leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst, hast du gewonnen. Gibt es auch einen Preis? Nein. Trotzdem bereit? Ja, was soll's. Zieh eine Karte. Die zweite von links? Sicher? Daneben. Nee. Die zweite. Gleich die erste Karte? Ah, die dritte Karte. Sicher? Die letzte also. Moment. Gleich die erste Karte. Daneben. Ah. Daneben. Na los, zieh eine Karte. Irgendwas ist hier der Trick. Ich glaube, ich komme langsam hinter das System. Ich glaube... Ja, und wie ist es? Gleich die... Richtig. Zweite Runde. Die letzte. Ah. Daneben. Gleich daneben. Hä? Gleich die Erde. Dann gleich die Erde. Richtig. Die zwei. Daneben. Nächster Hä? Versuch. Gleich die. Daneben. Ist gemein von dir, Hoti. Daneben. Gleich die. Richtig. Ja. Die zweite. Nee. Daneben. Hä? Moment. Gleich die. Daneben. Gleich die. Kann er so lange machen, theoretisch, bis er die Karte hat da. Ja, genau. Richtig. Richtig. Dritte Runde. Die letzte. Richtig. Du hast es geschafft. Nice. Autsch. Einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen hatte. Ist sonst noch was? Nö. Ich geh dann mal. Lass dich. Das ist dieses unnötige Minispiel, was Poki erwähnte, ne? Schade, das wäre so cool geworden, hätte er dann noch was draus gemacht. Straße. Zur Anstalt. Oder Treppe. Dieser Screen hat tatsächlich gar keinen spielerischen Wert. Also wir haben als Hotspots nur die Anstalt und den Mond. Sonst eben die Ausgänge, die man halt auch in anderen Screens hätte zeigen können, in anderen Ansichten. Aber ich hielt es für richtig,
nochmal den Blick zurück auf die Anstalt, den Weg, den sie gekommen sind, der in der Cutscene ja mehr oder weniger übersprungen wurde, nochmal zu zeigen und auch nochmal Ednas Widerwillen zu zeigen, tatsächlich zur Anstalt zurückzugehen. Da kann sie jetzt quasi nach oben nochmal wettern, bevor sie sich dann umdreht und den Weg, die Straße talabwärts beschreitet. Okay. Vergiss es. Dorthin bringen mich keine 10 Pferde mehr. Oder andere Tiere. Hey. Nein. Nein, dort bringen mich keine 10 Harveys hin. Ich nehme bereits eine Menge schlechter Erinnerungen von dort mit. Zur Hölle mit dir, Hort des Grauens. Ich habe die Anstalt schon einmal zu oft benutzt. Wir sind endlich draußen, Harvey. Können wir uns endlich den Traum von der eigenen Eisdiele verwirklichen? Oder wir beweisen erst einmal die Unschuld meines Vaters. Auch gut. Das ist ein guter Plan. Einerseits hat dieser Psychoknast eine Tracht Prügel verdient. Andererseits gehe ich sicher nicht wieder dahin zurück. Nicht jetzt, irgendwann bestimmt. Einerseits fehlt dort eindeutig ein gutes Graffiti. Andererseits gehe ich sicher nicht wieder dahin zurück. Wird Graffiti nicht mit einem T geschrieben? Von hier unten sieht die Anstalt wie ein gezeichneter 2D-Hintergrund aus. Wenn das doch nur wahr wäre. Ich würde ihr mit einem einzigen Schnips ein Zickzackmuster verpassen. Würde ich auch. Die Anstalt fasse ich nicht mal mit Topflappen an. Nicht einmal dann, wenn ich wieder dorthin zurückgehen würde. Was ich aber nicht vorhabe. Nee, nicht Unterschrift. Dort war ich lange genug eingetopft. Eingetopft? Der Schlüssel hat mich da rausgeholt. Der Schlüssel, dein Verstand und ein schmuselweicher Nagetier-Sidekick. Zu weit weg für eine geringschätzende Fußnagelbeschnipsung. Schade. Ui, ich werd ganz muggelig. Muggelig? Schon Kaiser und Könige wollten den Mond mit Gold aufwiegen. Vergebens. Ich verneige mich vor deiner Pracht, du Quell der Reinheit. Es sei ihr gewährt. Es sei ihr gewährt. Ew. Lieber nicht. Für ein Mondscheinbad brauche ich Lichtschutzfaktor 0,04. Das ist natürlich doof, dass wir das nicht dabei haben. Der Mond. Ich glaube nicht, dass das ein Poloball ist. Da müssen wir bis Vollmond warten. Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch gerade. Ja, das wäre cool. Das gute Edna Wars hier auf meinem Lieblingstrabanten. Das wäre so geil. Mit Zickzackmuster käme er einfach noch cooler. Warum? Damit ich mich nicht mehr an den Sichelspitzen piekse? Ja. Passt nicht ganz, fürchte ich. Mit etwas Stopfen? Nein. Hm. Im Mondlicht funkelt mein Generalschlüssel wie Feenkraut. Wie funkelt denn bitteschön Feenkraut? Funklig. Genau, Harvey, Mann. Ich will der erste Mensch sein, der seine Zehen auf dem Mond schneidet. Ja, warum? Okay. Nimm mit. Ach, Mann. Oh. Entschuldigung, brauchst du das Antioxidationsmittel etwa noch? Ja. Und wann bist du damit fertig? Wenn ich endlich von einem Blitz getroffen wurde. Und hier findet für den Alu-Mann endlich die Umwandlung statt, die wir uns ja auch selbst alle wünschen. Und zwar verwandelt er sich endlich in ein Lichtwesen. Wer wünscht sich es nicht? Fuka. Okay. Was macht Alu jetzt schon wieder? Weiß ich nicht. Autsch, was war das? Der Blitz. Du wurdest vom Blitz getroffen. Im Ernst? Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So unspektakulär. Nichtsdestotrotz, du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja, das muss wohl so sein. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga!
Wuga! Hä? Hallo Alu, alter Hund. Wuga! Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! Manu! Hey, hallo, alter Pirat! Hallo, Harvey. Passt du auch gut auf Edna auf? Na klar, Alter! Warte mal, kannst du etwa verstehen, was er sagt? Naja, nicht immer. Das wäre ja auch ein dicker Hund gewesen. Ich wollte auch mit ihm reden, verdammt. Nettes Plätzchen. Nein, neben Bank. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nein. Oh. Ich muss dringend mit meiner Bank reden. Später. Ja. Keine Zeit auszuruhen. Ja, oh, okay. Sagt sie wahrscheinlich wieder das gleiche wie sonst auch. Aber alles klar, wir haben Antioxidations... Was? Anti... Aha. Antioxidationsmittel, ja. An diesem Screen gibt es eigentlich nur einen Hotspot, und zwar die Kirche. Ich weiß noch, dass ich das damals für grenzwertig hielt, als ich beim Benutzer Harvey mit Kirche geschrieben habe: Guck mal, Harvey, ein Haus mit einer Zipfelmütze. Und Harvey antwortet: Da wohnt bestimmt ein Clown. Ich dachte so, oh, kannst du den machen, kannst du den machen? Mittlerweile bin ich da vielleicht ein bisschen abgestumpft. Mann, Boki soll aufhören zu spoilern. Ein Haus mit Zipfelmütze. Ich hab irgendwas mit Clown gehört, mir nicht. Das schlagt dir mal aus dem Kopf. Hallo? Okay. Dazu muss ich erst mal hinkommen. Nee. Guck mal, Harvey. Ein Haus mit Zipfelmütze. Da wohnt bestimmt ein Clown. Was? Ich kann nicht weit genug werfen. So. Ich kann nicht. Irgendwas? Ich bin kein Fernsehkoch. Ich kann nicht auf Distanz kochen. Warum nicht? Das ist ein Schlüssel, keine Fernbedienung für das Garagentor. Ich kann nicht weit genug. Der Rost scheint sich über Jahrhunderte angelagert zu haben. So einfach kriegt den dort niemand ab. Okay. So, ich höre das nochmal an, damit ich halt endlich alles mitbekomme. An diesem Screen gibt es eigentlich nur einen Hotspot, und zwar die Kirche. Ich weiß noch, dass ich das damals für grenzwertig hielt, als ich beim Benutzer Harvey mit Kirche geschrieben habe: Guck mal, Harvey, ein Haus mit einer Zipfelmütze. Und Harvey antwortet: Da wohnt bestimmt ein Clown. Ich dachte so, oh, kannst du den machen, kannst du den machen? Mittlerweile bin ich da vielleicht ein bisschen abgestumpft. Ich weiß es nicht. Okay. Entfernt Rost, wirkt vorbeugend gegen Metalloxidation, schmeckt gut zu Seelachs. Schmeckt gut zu Seelachs? What? Hallo? Bist du ein Antioxidant? Nicht so laut, ich bin noch nicht taub. Nur ein bisschen eingerostet. Ich dachte, du bist gegen Rost. Na egal. Harvey ist viel zu agil, um Rost anzusetzen. Nein, ich möchte, dass das Blut meiner Feinde an der Klinge bleibt. Okay. Gute Idee, meine Handschrift ist tatsächlich ein wenig eingerostet. Oh. Da ist zwar noch kein Rost drauf, aber na gut, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Nicht nötig, es sind Topflappen für Teflontöpfe. Okay. Nicht nötig. Er ist aus rostfreiem Edelstahl. Okay. Der Generalschlüssel ist quasi noch warm. Nicht mal die Spur von Rost. Quasi, aber nicht exakt. Mein Fußnagel rostet nicht. Sicher? Sieh mal genauer hin. Siehst du? Was? Tatsache. Na, das ist ja ein Ding. Schon krass. Hallo Blase. Als ob, ach bist du, ich meine, ja, er ist endlich pinkeln. Gut Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut.
Dreiner.